Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ja, ich will hier mein Glück versuchen. Was in der Nase? Wahrscheinlich Staub. Und möchte hier gerne einen Schlüssel stibitzen. Ich nehme mal stark an, dass dieser Schlüssel die Barkeeperin gehören tut, die gerade nicht da ist. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss, wenn ich Paolo jetzt, bin doch nicht blöd. Wenn ich Paolo hier, nämlich würgen tue. Puh, ob ich dann die Quest überhaupt beenden kann, wenn ich ihm den anderen Kerl bringe, ne? Keine Ahnung. Geht er weg? Der geht sogar weg. Das heißt, ich könnte jetzt Glück haben. Lassen Sie mich! Stirbst ja nicht, komische. Na nü. Hä? Ist das sonst niemand? Aha. Wie mache ich das jetzt am schlauesten? Was rüberschmeißen. Und dann hoffen beim Rückweg, dass ich irgendjemanden erwürgen kann. Versuch macht klug, heißt es immer, ne? Oh! Vielleicht geht's auch einfacher. Bitte nicht! Du bist sicher total verweichlicht. Du sollst laufen, Mädel. Hey, der rennt da drüben herum. Ach, das war ein Blödsinn. Na, warte. Das war ein Fail. So geht das nicht. Die eine Sängerin hat mich gesehen. Das ist natürlich nicht so schön. Die blöde Kuh. Mist. Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Ehrlich gesagt. Ich denke, am einfachsten wird es wirklich sein, wenn ich von hier abhaue und wir uns diesen Burn schnappen und den ihm ausliefern. Ist wahrscheinlich eine bessere Möglichkeit und Variante, schätze ich mal. Dann werden wir zum Aufseher Außenposten gehen. Oder soll ich es nochmal probieren? Die eine Sängerin, wie gesagt, ist halt echt, ist mir halt ein Klotz am Bein, ne? Tun Sie mir nicht. Ah, jetzt habe ich es erwischt. Es wäre gut, wenn er weggehen würde. Jetzt wird's klappen. Jetzt müsste nur noch Paolo weggehen. Und dann klappt es schon. Ja, ja, halt die Klappe. Na los, Paolo, geh weg. Geh rauf. Ach Gottchen, jetzt... Mei, Mädel, ist schon gut. Dann steht halt immer noch einer an der Theke, ne? Paolo, geh weg.
Hallo. Ich schmeck immer noch Fisch. Na, vielleicht hat sie recht. Sollte ach, das kostet alles Zeit. Hallo. Das ist nicht zu glauben jetzt, oder? Ich stehe da mal auf, okay? Das müssen Sie nicht tun. Geht er jetzt weg? Lassen Sie mich. Hey, was war hier los? Was ist hier los? Dann jetzt hau ich mal ab. Ich hoffe, dass ich den Schlüssel irgendwie krieg. Ja, ich glaube, der kommt jetzt her, ne? Ich sollte mich vielleicht mal kurz verstecken. Vielleicht da so. Versuch mal auszurauben. Vielleicht Zivilistin, okay. Wieso ist es immer so heiß? Alter Schwede. Da haben wir was. Silber und Staub. Oh, früh am Morgen, bevor die Sonne sich erhebt. Aha, das ist das Lied. Okay, das lassen wir vielleicht mal. Der Sand von Cirkonus. Im Sand des schönen Cirkonus. Lararam, dilililidu. Da ist auch nichts. Scheiße, er steht da, ne? Was? Hallo? Na, was ist denn? Ey, komm! Warte kurz. Kann ich das wegmachen? Scheiß Updates. Immer diese Kack-Updates. Okay, der hat nichts zum Plündern, ne? Sehe ich das richtig? Jo. Das heißt, der Schlüssel ist nicht hier. Ich habe so Angst, dass der Paolo da wieder umkehrt, ne? Dann lade ich halt nochmal. So. Danke, um die Ecke, Herrschaftszeiten. So, jetzt müssen wir hier unsere Ruhe haben. Wo könnte jetzt so ein... Ich dachte eben, hier wäre so ein Schlüssel, ne? Eventuell, ich dachte vielleicht... Dem scheint dann wohl nicht so. Dem scheint dann wohl nicht so. Keine Ahnung, wer der oder diejenige ist. Aber hier ist gar nichts. Hier ist nichts. Kein Schlüssel unterm Tresen, irgendwie keine Notiz. Kein, überhaupt gar nichts. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Thank you.
Das ist jetzt natürlich blöd. Ich habe echt gedacht, das klappt, da ist was, aber nein, ist natürlich nicht. Kann ich hier hoch? Komm schon, nicht einmal das kriegen wir hin. Und darauf. Doch, das haben wir hingekriegt. Sehr schön. Wenigstens irgendwas. Aber hilft mir leider nichts, weil wir hier nicht rein können. Ne? Ich bin so dämlich, da ist eine Notiz. Durandes Zimmer. Dann lesen wir doch mal, oder? Bernhard Durande wurde vom Orden geschnappt. Sie haben jetzt also einen Büroschlüssel. Und vielleicht hat er ihnen auch die Kombination für Chindos Schloss verraten. Sie müssen irgendwie Durandes Tür aufkriegen. Und nein, fackeln Sie bitte nicht gleich das ganze Gebäude ab. Außerdem will ich, dass Sie dem alten Stilton Essen bringen, bis wir einen Ersatz für Durande gefunden haben. Sobald Sie sein Büro aufgekriegt haben, finden Sie da drin schon alles, was Sie wissen müssen. Passen Sie gut auf, wenn Sie in Stiltons Haus sind. Falls die Aufseher die Kombination für Chindos Schloss haben, wollen die vielleicht auch einen Blick hineinwerfen. Paolo. Aha. Können wir den nicht irgendwie knacken? Finde eine andere Möglichkeit. Ja. Und wie? Aha. Eventuell von da oben. Eventuell von da oben droben. Geht vielleicht hier ein Fenster rein? Na, es gibt kein Fenster. Ah, da. Na, das ist auch zu. Och, Mensch. Weißt, manchmal ist es schon echt hart. Echt wahr, wirklich. Kann ich hier vielleicht auch rein? Das geht echt. Oh, weia. Komm, wir gehen. Gute Nacht. Der schläft. Das ist fein. Vielleicht kommen wir von hier aus irgendwie zu dem Zimmerchen rein, ne? Ich sollte vielleicht auch mal die Mami rufen, ne? Ja, ist immer noch dieses Knochenartefakt, ne? Ja. Vielleicht, ne? Mhm. Ja, ja. Klopf du nur, du Herz. Toll wäre es ja, wenn es so eine Art Luftschacht geben würde, ne? Das könnte uns jetzt auch helfen. Ah, da waren wir schon. Ach ja, je, Mini. Das ist natürlich jetzt wieder eine Geschichte. Ach du liebe Zeit. Na prima. Dieses Teil, ne? Wie schauen wir hier aus? Okay, das hilft uns gar nichts. Da sind wir nur auf der Seite. Dann müsste es fast hier einen Weg geben. Vielleicht hier irgendwie.
Okay, das ist die Seite hier. Wow. Aha, da ist jemand gestorben. Blutfliegen. Ratten. Knochenartefakte. Aber vielleicht bin ich hier sogar richtig. Quietsch, quietsch, quietsch. Wo ist denn das? Warum versteckst du dich? Aber jetzt nicht im Ernst. Gibt's jetzt einen Wächter? Och nö. Ein Wächter. Ich weiß, dass du nichts dafür kannst. Sie brauchen ist jetzt tot? Blut, also hole ich es. Komm, erwürgen, erwürgen, erwürgen. Ach Mädel, was kannst du eigentlich, hä? Was kannst du eigentlich? Jetzt da, würgen. So, geht ja. Die Fähigkeit ist richtig praktisch. Ich mag sie. Ich mag die Fähigkeit. Wow, da ist noch einer. Jetzt habe ich es irgendwie versaut. Nochmal versaut? Wie kann ich... Wie geht da... Also... Komm jetzt, ha? Geht ja. Und... Zack. Passt. Was ist mit dir, du Viech? Passt. Zwei Nestwächter. Der hat auch nichts. Gut, sind wir jetzt hier fertig, endlich mal. Und schnarchen. Jawohl. Was haben wir denn hier? Patientenbuch. Mr. Acosta. Symptome. Akute Kurzatmigkeit. Anhaltendes Rasseln in der linken Lunge. Kopfschmerzen. Empfohlene Behandlung. Inhalation von Sauerampferdämpfen zur Beseitigung der Lungenobstruktion. So. Gefolgt von einer Mixtur aus Eis und Salz. Auf beide Schläfen aufgetragen, um Kopfweh zu lindern. Bezahlung: Gutscheine für Santiago Fischereien. Vermutlich für 2 Wochen Fisch. Mrs. Gaspar. Symptome: Schlaflosigkeit, trockene Hände, Magenkrämpfe. Empfohlene Behandlung gegen die Schlaflosigkeit vor dem Zubettgehen: 4 kleine Zwiebeln essen. Pfui, Teufel. Tägliche in Essig und destilliertes Blut, Egelserum getränkte Wadenwickel. Bezahlung: Sie flickt meine Hemden und Hosen. Ich kann sie Ende der Woche abholen. Mr. Viteri. Symptome: Nasenbluten, Zahnschmerzen, schwache Nerven. Empfohlene Behandlung: Symptome deuten auf Blutfliegenstiche hin. Gegen Nasenbluten Kopf zurücklegen und kräftige Kaubewegungen durchführen. Tägliche Injektion mit geringerem Flusskriecher-Sekret zur Stärkung der Nerven. Bezahlung: 1 Hammelhälfte sieht nicht frisch aus, aber ich koche sie, wenn ich Zeit habe, um Ungeziefer und Parasiten zu eliminieren. Sauber. Mahlzeit. Guten Hunger. Yeah. 2 Nestwächter ausgeschaltet, ist ja auch fein. Stiche, 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 Stich. Stich, 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 Stich. Du Saufiech. Nein. So, hin. Da drüben schwirren noch ein paar rum. Oh, schön. Ich muss mal was trinken. Was seid denn ihr Viecher? Schwier, schwier, sur, schwier. Das sehe ich keinen. Der ist auch gestorben. Ein Bäcker. Ah, das sind Münzen. Schau mal. Und hier drin? Nix.
Dann haben wir da drüben was zum Heilen. Das nehmen wir sofortigst mit. Ja. Das hätten wir ansonsten auch schon, wie mir scheint. So, trotzdem, das Knochenfragment ist trotzdem noch weit weg. Ah, da gibt es auch noch Münzen. Siehst du, fast übersehen. Haben wir hier noch was Gescheites? Glaub nicht, oder? Was haben wir da? Getrocknete Blutfliege. Jawohl. Und sonst? Für. So. Was haben wir hier noch Schönes? Ein schwerer Beutel. Der ist sehr geholfen. Den nehmen wir gerne mit. Sonst irgendwas von Wert? Nö. Schaut nicht so aus. Haben wir da noch was drinnen? Nur ein Fensterchen. So, runter damit. Und hier, ist da noch was? Nö. Vielleicht. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man zu dem Dings hinkommt, zu dem Knochenfragment. Oh, da ist was. Total übersehen. Böse Zocki. So. Feindesgebiet. Tja. Ich habe irgendwie keinen Schimmer, so recht, wie wir in dieses eine Zimmerchen kommen sollen. Ganz ehrlich. Irgendwie von der Seite geht's nicht zurecht. Wollt das? Das wollte ich gerade nicht. Ich wollte eigentlich nur runter. Aha. Achso, das ist die Seite. Jo, gibt's ja zwei Eingänge, ne? Auch, also die haben wir eigentlich schon bestohlen, die hatten nur Goldmünzen. Ich bin da echt ein bisschen überfragt, ich habe keine Ahnung. Boah, ich sehe gar nichts mehr, ne? Ich habe echt keine Ahnung, wie wir zu diesem Teil kommen sollten. Auf der Seite ein Fenster, dass es hier noch weitergeht. Gibt es auch nicht zurecht, ne? Was Brauchbares, ne. Nicht wirklich. Oh je. Ich kann mir echt nur vorstellen, maximal ein Luftschacht oder so. Ich habe keinen Plan. Ich stehe jetzt gerade voll an. Was? Ich will da... hallo? Geht ja. War ich da schon? Nö. Schau mal, was da liegt. Silberne Taschenuhr, Silberbahn, Goldbahn. Also da war ich noch nicht. Okay. Boah, ey. Viel, viel Geld. Aha, da sind wir. Voll übersehen, die Tür. Hui. Das ist ja wieder typisch ich, ne? Wieder sowas von typisch. Gibt's hier Badesalz? Na, aber was zum Heilen?
Gut, dann setze ich das halt ein und nehme das mit. Ist mir auch recht. Vielleicht gibt es hier so eine Tür, also so ein Luftschacht wie da, ne? Dass man in den einen Raum rein könnten irgendwie. Aber ich denke nicht. Es ist echt gemein. Finden Sie einen anderen Weg. Ja, leichter gesagt als getan. Oh. Habe ich den jetzt umgebracht? Ist der jetzt... Au. Ist der jetzt tot? Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Nochmal. Mist. Ich habe nicht gespeichert, ne? Boah, ist das scheiße. Okay. Hör auf. Ich wollte den jetzt nicht an... Ja, ich bin halt auch ungeschickt, wie nur was, ne? Ungeschickt. Das ist halt das Scheißsuchen. Ey, Kruzifix nochmal. Weil ich halt gern da rein möchte in dem Schmarrn da. Das gibt's ja nicht. Na, nicht im Ernst. Ihr habt das nicht gespeichert? Überhaupt nicht? Warte. Warte, da muss es jetzt irgendwie... Warte, das glaube ich nicht. Da muss es jetzt irgendwo sowas wie das hier geben. Na, gibt's nicht. Es gibt keinen automatischen Speicher. Weißt was? Ich glaube, mir trifft der Schlag. Jetzt muss ich das nochmal machen. Aber es bringt eh nichts eigentlich. Die haben ja nichts. Außer die paar Münzen, auf die kann ich auch schon verzichten. Ja, ich fürchte, das bringt sich hier alles nichts. Hier beiße ich mir meine Zähnchen aus. Hier kann ich getrost verschwinden. Das bringt sich hier überhaupt nichts. Die eine Tür ist mir ein komplettes Rätsel. Ein absolutes Rätsel. Ich kann mir nur noch vorstellen, dass es hier irgendwie eventuell klappt. Das ist ein Fenster, was nicht aufgeht. Aber ansonsten habe ich keinen Plan. Wie das hier gehen soll. Ich dachte echt, das geht so ein Fenster auf, ne? Ach du Heilige. Ich fall mal da runter. Nobody know. Das klappt so leider nicht. Ja, das war reine Zeitverschwendung, der heutige Part. Großartig. Ach, ich bin so entzückt. Dann werde ich mich jetzt aufmachen zum Gegenpart. Und ich werde versuchen, einen von diesen Leuten, ja, also den Anführer von der Gegenfraktion mitzunehmen. Keine Ahnung, ob er ihn lebend haben will oder ob er sterben darf, aber ich werde versuchen, ihn lebend zu übergeben. Vielleicht will er Informationen ihm entlocken. Mit ein paar Foltermethoden oder so, keine Ahnung. Ja. Kein Schimmer. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass die Mami, ne? Also das Knochendings da drüben kann mir mal einen Buckel runterrutschen. Was haben wir denn hier in der Nähe?
Da unten wäre eins mit 31 Metern. Da drüben wären gleich zwei, ne, insgesamt. Ja, vielleicht kriegen wir im nächsten Part das da unten, ne? Wäre ja auch schon mal was. Ja, falsch. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Hurra, ihr habt es geschafft. Ihr habt es überstanden. Und der Wind kommt schon wieder. Ach ja je. Oh, Badesalz. Das wollte ich noch schnell nachkluschen. Naja. Ich habe keine Ahnung. So. Zack, zack. Ich mache alles kaputt. Ui, Perlmutfächer. Und eine Münze. Eine Fünfermünze sogar. So, geht hier das Fenster auf? Nö. Nicht so, ne? Ich mach alles kaputt. So. Na gut. Dann belassen wir das heute mal dabei. Ihr Lieben, das war's dann wieder. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!